Guten Abend, meine Damen und Herren, zur 6. TV-Konfrontation im ORF. Ich begrüße heute Matthias Strolz, Parteichef der NEOS. Schönen guten Abend. Die NEOS haben letztes Mal kurzfristig Ersatz geschickt mit Irmgard Gries. Die ÖVP tut das heute. Josef Moser, Listendritter, ist zu Gast. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Wie immer sind interessierte Schülerinnen und Schüler dabei, vielfach erstmals wahlberechtigt. Sie sind heute aus folgenden Schulen, dem Gymnasium Dominikanerinnen, dem BG 18 Klostergasse, dem GRG 15 auf der Schmelz, dem GRG Zirkusgasse und dem Gymnasium Sacré-Cœur in Wien. Gemeinsam mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern heiße ich auch Sie alle herzlich willkommen hier bei uns am Königlberg. Wie Sie mittlerweile auch schon wissen, ist die Sitzordnung jedes Mal zuvor gelost worden und die Redezeit wird am Tisch eingeblendet mitgestoppt. Nicht immer geht es sich ganz genau aus, aber das ist auch nicht das Ziel. Vielmehr soll es eine angeregte, aber sachliche Diskussion werden. Wie ich zuletzt ebenfalls angemerkt habe, haben wir die Parteien gebeten, vor Beginn unserer Konfrontation in Reihe bekannt zu geben, wen sie gegen wen ins Rennen schicken. Auch aus dem Grund, dass sich der jeweils andere darauf einstellen kann. Und daher beginne ich auch wie zuletzt bei Frau Gries mit Ihnen, Herr Moser, mit der Frage, warum sich Ihre Partei trotz ursprünglicher Ankündigung, immer den Spitzenkandidaten zu schicken, jetzt doch entschlossen hat, dass Sie heute da sind? Es ist so, dass der Sebastian Kurz ja einer ist, der allen Konfrontationen Folge leistet, aber er natürlich als Außenminister andere Verpflichtungen auch hat. Das heißt, morgen befindet er sich im Ausland und dementsprechend ist er mehr als eingespannt und das ist auch der Grund, warum er mich geschickt hat. Wahrscheinlich auch, dass es eine Richtung geht, Österreich neu zu gestalten und die Reformen, die Österreich benötigt, voranzutreiben. Dazu kommen wir dann gleich. Für Sie ist das recht und Sie sind daher gekommen. Sie haben letztes Mal auch den Ersatz sozusagen für sich selbst geschickt. Was seit vergangenem Wochenende die Innenpolitik beschäftigt, meine Herren. Das sind natürlich die Entwicklungen in der SPÖ nach dem Auffliegen der anonym betriebenen Facebook-Seiten zur Verunglimpfung ihrer Partei, respektive des Spitzenkandidaten. Da ist natürlich eine ganze Menge mit dem SPÖ-Spitzenkandidaten zu besprechen, das ist schon klar. Aber interessieren würde mich, ob das üblich ist, dass ein Mitarbeiter so von einer Partei zur anderen wechselt, gleichsam wie ein Söldner, einer der maßgeblich Involvierten, war ja bei Ihren beiden Parteien einmal angestellt, Herr Strolz. Angestellt glaube ich nicht, aber hat hier Aufträge auch übernommen. Ja, ich glaube, das ist durchaus üblich, dass in dieser Branche, die sehr eng ist, man verschiedene Kunden hat. Für mich ist klar, diese Art von niederträchtiger Praxis, die hier jetzt in diesem Wahlkampf wirklich umgesetzt wurde, die kommt mir persönlich nicht in den Werkzeugkasten. Also diese Art von Dirty Campaigning, wie sie beauftragt wurde von einem Mitbewerber, die hat bei NEOS und bei mir keinen Platz. Und solche Leute sind auch auf einer No-Go-Liste damit. Da gibt es sicherlich keine Zusammenarbeit in keinster Weise. Der ist jetzt draufgekommen auf diese No-Go-Liste, weil nachdem er für die NEOS Wien Wahlkampf gemacht hat. Die SPÖ suggeriert ja damit, bitte Herr Moser. Das ist vollkommen richtig, also dem kann ich nur beipflichten, wobei es besorgniserregend ist, dass in Zeiten, wo Österreich in Umbruch ist, wo also Österreich jetzt eine Neuorientierung braucht, wo wir eben schauen müssen, weil heute auch Schülerklassen da sind, dass man auch die Bildung weiterentwickelt, die Gesundheitssystem weiterentwickelt, dass wir uns von den Themen entfernen und hingehen in dem Fall auf ein Spielfeld, wo ein Dirty Campaigning stattfindet, wo man nicht mit offenem und fernem Visier ankämpft, sondern wo man in eine Richtung geht, wo man versucht, mit verdeckten Fouls einen Gegenspieler vom Feld zu schießen. Die kann ja sagen, ich war Sportler und immer sagen, das ist unakzeptabel. Und ich hoffe daher, dass heute auch wir die Gelegenheit haben, wieder zurück aufs Spielfeld zu finden und gleichzeitig auch die Themen anzureißen, und abzuarbeiten, um Österreich neu zu gestalten. Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil von der SPÖ ja suggeriert wird, dass das in andere Parteien hineinreicht, mit diesem Umstand, dass es eben solche Mitarbeiter gibt, die bei allen Parteien waren. Ich habe zuerst gesagt, nicht nur bei den NEOS, sondern auch bei der ÖVP. Da möchte ich schon ganz klar sagen, auch an die Adresse des SPÖ-Chefs und Parteivorsitzenden, diese Form der Täter-Opfer-Umkehr, die er jetzt probiert, die halte ich für geradezu zynisch. Ich finde, die SPÖ soll sich entschuldigen. Wenn Sie das, wer auch immer, jedenfalls führende Mitarbeiter beauftragt haben. Es ist heute Abend ja herausgekommen, dass einer, der in der Kampagnenleitung ist, der hier bis zum Ende voll involviert war. Das heißt, das ist ja nicht irgendwie der fünfte Mitarbeiter von links, wie die SPÖ immer unterstellen will oder weismachen will, sondern dieser Mensch war in der Kampagnenleitung. Und ich finde, wenn man in diesem groben Ausmaß wirklich letztklassige, niederträchtige
Wahlkampfpropaganda macht gegen Mitbewerber, soll man sich dafür entschuldigen und nicht mit irgendwie Vernebelung arbeiten. Und da vielleicht also, auch der Punkt, dass man einen Spieler ein Spiel holt wie der Herr Silberstein, von dem er weiß, dass er genau diese Dirty Campaignings, dass das zu seinen Eigenschaften oder zu seinem Profil zählt, gleichzeitig, wo man darauf hingewiesen wird, dass da straffällige Tatbestände da sind, an ihm festhält und jetzt in eine Richtung geht nach dem Motto, andere sind schuld, wir nicht. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sich selbst bei der Nase nehmen muss und sagt, was habe ich falsch getan und trifft mich die Kulpa in die Legende, das heißt die Auswahl verschulden und welche Konsequenzen ziehe ich daraus. Aber ich hoffe, die werden auch dementsprechend gezogen. Im Weiteren werden wir das dann diskutieren, wenn ein Vertreter der SPÖ hier am Tisch sitzt. Ihre beiden Parteien verbindet etwas ganz anderes auch. In der Vergangenheit war es ja offenbar nicht ausgeschlossen, jedenfalls vorübergehend, dass Sie hier nicht in einer Konfrontation sitzen, sondern gleichsam auf derselben Seite des Tisches. Ja, dieses Format hätten wir nicht angedacht, aber es hätte sein können, denn interne Papiere, die auf anderen Wegen auch aus den Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben, sprechen von einem Projekt GSK. Da hat es geheißen Gries-Strolz-Kurz. Herr Moser, warum ist aus dem eigentlich nichts geworden, aus dieser Zusammenarbeit Neos-ÖVP? Also Sie haben drei Namen erwähnt, wo man dann nicht aufscheint, dass Sie müssen den Herrn Strolz dementsprechend die Frage stellen, ob ein Punkt ist, wie gesagt, warum Neos und die Liste Kurz sehr viel verbindet. Das ist also der Umstand, dass wir beide entweder enkelfit oder enkelgerecht Österreich machen wollen, dass wir Österreich noch in die Zukunft führen wollen und die Probleme, die wir haben, die historisch gewachsen sind, wo verkrustete Strukturen da sind, dass man diese Strukturen endlich aufbricht und Österreich zukunftsfit macht, Österreich in den Zeiten der Digitalisierung führt, das verbindet uns beide und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir im Gespräch sind und versuchen auch Österreich weiterzubringen, wobei es Unterschiede gibt, aber das Ziel, Österreich enkelfit zu machen, Österreich enkelgerecht zu machen, das ist unser beider Ziel. Warum hat es dann doch nicht geklappt, wenn die Ziele so übereinstimmen? Ich finde großartig, dass der Herr Moser unsere Wortwahl übernimmt mit enkelfit und da steckt schon viel dahinter an Gemeinsamkeit. Wir kommen noch dazu, auch zu den Unterschiedlichkeiten, weil ich mich natürlich ein bisschen gewundert habe. Ich habe Respekt für die Arbeit von Josef Moser als Rechnungshofpräsident. Das war gute Arbeit. Und Sie haben natürlich damals, als Sie ausgeschieden sind als Rechnungshofpräsident, 1007 Empfehlungen hinterlassen. Richtig. Und die sind gut. Ihre Arbeit habe ich geschätzt. Aber wenn Sie immer noch. Aber Herr Moser, wenn Sie ehrlich sind, nichts geworden jetzt am Anfang. Wir kommen ja dann zu viel. Ich komme dann darauf zurück, was mich stutzig macht in dem Zusammenhang. Warum ist es nichts geworden? Ja. Ich habe das schon mehrfach erklärt. Gerne heute noch einmal. Das waren ja keine Parteiengespräche, sondern das war ein Gespräch zwischen Irmgard Gries, Sebastian Kurz und mir, um zu schauen, ob sowas wie in Frankreich, wie bei Emmanuel Macron möglich ist, eine neue Form der Bürgerbewegung, eine Wahlplattform. Und ja, an irgendeinem Punkt war für mich klar, das ist nicht möglich. Ich habe diese Gespräche dann auch abgebrochen. Aber Sie waren sehr weit gediehen bis hin zu Postenvergaben nach der Wahl. Nein. Hat der Fall jedenfalls berichtet, dem diese Papiere zugespielt wurden. Aber das war nicht so, ich war dabei. Okay. Das kann ich berichten, das war nicht so. Wir haben aber inhaltlich viele Diskussionen hier schon gehabt. Und da gab es viele Übereinstimmungen, von denen allerdings heute Sebastian Kurz nichts mehr weiß, wenn man so will. Deswegen ist es auch okay so, dass es nicht in die Welt gekommen ist, weil offensichtlich hätte man sich darauf nicht verlassen können. Ich habe an einem Punkt erkannt, dass Sebastian Kurz nicht bereit ist, die alten verkrusteten Strukturen hinter sich zu lassen. Er will weiterhin auf die fast 60 Millionen Parteienförderung der ÖVP zugreifen. Er will weiterhin auch auf die Macht der Bünde zugreifen können. Und das konnte er nicht hinter sich lassen. Und das konnte ich natürlich für eine gemeinsame Plattform nicht akzeptieren. Genau, möglicher Grund fürs Scheitern. Ja, bitte, ja. Vielleicht ein Punkt dazu. Also verkrustete Strukturen, es hat gerade Sebastian Kurz bewiesen, dass er nicht einer ist, der davon rennt, sondern eben tatsächlich das System verändert. Und Sie wissen ja dementsprechend, nachdem Sie auch sehr lange bei der ÖVP gewesen sind, dass er nicht den Weg beschritten hat, ich gebe mich hinaus und versuche es woanders, weil ich mich nicht durchsetzen kann, sondern als einer, der innerhalb der ÖVP alles unternommen hat, um die ÖVP neu zu gestalten. Und wenn Sie schauen, er hat die Strukturen aufgebrochen, er hat es möglich gemacht, dass so jemand wie ich, der kein Parteibuch hat, der nie bei der ÖVP in dem Fall tätig gewesen ist, dass er mit ihm gemeinsam Österreich neu gestalten kann. Und er ist einer auch, der schon aufgrund seines Alters eben geneigt ist, genau das, was Sie auch immer ansprechen, eben eine Generation oder ein Österreich zu schaffen, das seiner Generation auch hilft und seiner Generation eine Zukunft gibt. Weil er ist einer, der aufgrund seines Alters mit dem, was er jetzt als Politiker macht, in den nächsten Jahrzehnten leben wird müssen. Und das
das als ein Punkt, dass er eine sehr glaubwürdige Politik ja, macht. Deswegen wundert es mich Politik, ja. Die in die Zukunft geht. Aber deswegen wundert es mich, Herr Moser. Darf ich darauf antworten? Sie können, aber ich will gar nicht allzu lange über diese Vergangenheit und das Scheitern der Zusammenarbeit sprechen, aber Sie können das ruhig tun, wenn Sie wollen. Es ist doch erstaunlich, dass Sebastian Kurz hier in Themen, die ihm persönlich, zumindest soweit ich verstanden habe, in einem engeren Austausch, die ihm persönlich wichtig waren, heute eine ganz andere Linie fährt. Ich habe gerade mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen, da hinten habe gefragt, was soll ich für Themen bringen? Da haben drei Schülerinnen gesagt, Ehe für alle. Ja, das ist ein Thema, das viele bewegt. Und ich sage, das darf ich jetzt aber kurz, Herr Stolz, da muss ich Sie jetzt unterbrechen. Da muss ich Sie kurz unterbrechen. Das ist auch den Schülern jetzt gesagt, eine Sendung, wo die Themen in der Redaktion überlegt werden. Darf ich noch fertig machen? Das interessiert die Menschen. Weil wir auf die Differenzen, in den einzelnen Gebieten kommen, füreinander übernehmen wollen. Herr Stolz, da muss ich jetzt einen harten Schnitt machen. Die Themen, die wir heute besprechen, sind andere und ich möchte gleich zum ersten kommen. Aber kommen wir zu den Sachthemen. Ein Ja oder ein Nein von Herrn Moser wäre doch interessant. Wie sieht das persönlich? Wenn es Ihnen ganz wichtig ist, ein Ja oder Nein, bitte, wenn Sie so darauf antworten können, dann können Sie das machen. Ich halte mich an Ihre Moderation. Sie halten sich bedeckt, ne? Nein, ich halte mich an die Moderation. Sie wollen sich durchspielen. In dem Fall würde ich Ihnen ein Ja oder Nein durchaus zugestehen, Herr Moser, wenn Sie es jetzt gar nicht beantworten wollen. Dann kann man das nicht mit einem Ja und Nein beantworten, sondern entscheidend ist in dem Zusammenhang, vielleicht doch etwas, dass man es nicht zu man kann es nicht mit Ja oder Nein beantworten. Nein, dass man nicht verkürzen. Ich glaube, entscheidend ist, dass es keine Diskriminierung gibt, dass in letzter Zeit sehr viel passiert ist, 33. in der Form, dass also bei einer Verpaartung möglich ist, dass also eine Adoption möglich ist und dass man dementsprechend auch in diesem Thema weiter diskutieren muss, bis auch ein gesellschaftlicher Konsens da ist, diese Richtung zu gehen. Aber wieso wechselt man seine Meinung innerhalb weniger Monate? Man soll Leute nicht überfahren. Ich betreibe immer eine Politik mit den Menschen, für die Menschen und da gehört es dazu, dass man darüber artikuliert und auch schaut, dass man Leute mit einbindet. Ehe für alle haben wir damit in dieser Sendung bitte abgehandelt. Wir haben es in unterschiedlichen Konstellationen auch immer wieder schon gemacht. Es muss nicht in jeder Sendung vorkommen. Ich möchte zur Außenpolitik kommen, weil am Wochenende, wenn man nicht nur auf das, was sich in Österreich getan hat, geschaut hat, hat Europa etwas ganz anderes bewegt, nämlich das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien. Da stellt sich die Frage, Herr Moser, wann ist Unabhängigkeit gut und wann nicht? Also es geht sicher in eine Richtung, dass man mal Europa darstellen muss, was ist wichtig von Europa. Und ich glaube, Europa hat enorme Verdienste. Das heißt, das ist eine Friedensunion und hat etwas gebracht, dass wir Frieden haben, dass wir Wohlstand haben. Und hat auch eine Sicherheit geboten. Und da geht es darum, dass wir Europa nicht in Frage stellen. Und wir sagen, wir brauchen Europa in dem Fall, in den Kernpunkten, die wir benötigen. Das ist die Sicherheit, das ist die Verteidigung, das ist der Asylbereich, das ist gleichzeitig der Klimaschutz, wo es jetzt notwendig ist, auch sichere Außengrenzen, wo man sehr wohl Europa weiter bauen muss. Und die Schwachstellen da sind auch beseitigen. Bei gleichzeitig auch in die Richtung zu gehen der Subsidiarität und zu schauen, dass also gleichzeitig in einem vereinten Europa Subsidiarität stattfinden kann und dementsprechend auch stattfinden kann, dass man in dem Bereich den Einzelnen, den Ländern die Möglichkeit gibt, auch ihre Angelegenheiten, sofern es möglich auf ihrer Ebene, auch selbst zu regeln, was beispielsweise Sozialleistungen und dergleichen betrifft. Das heißt, dass man nicht in eine Richtung Sozialunion geht. Was jetzt den Bereich bricht in Katalonien, da ist ein Weg, der beschritten wird, wo also eine Angelegenheit, eine innerstaatliche Angelegenheit von Spanien eben stattfindet, wo eben offensichtlich auch in dem Fall das Spannungsfeld zwischen Zentralismus und Föderalismus in irgendeiner Art und Weise zum Schlagen kommt. Heißt auch gleichzeitig, welche Lehre können wir daraus ziehen, dass wir schauen, dass wir auch den Föderalismus neu bauen, dass wir dementsprechend ein Zusammenwirken zwischen Zentralstaat und gleichzeitig Länder und Gemeinden so ordnen, dass genau diese Bestrebungen, die derzeit in Spanien stattfinden, in Österreich nicht stattfinden. Aber was in Spanien derzeit abläuft, ich glaube, das ist ein schlechter Bad, wenn man von Österreich aus in irgendeiner Art und Weise Einfluss nimmt oder Empfehlungen abgibt, das ist nicht unsere Aufgabe. Also solche Separations- oder Separatismusbestrebungen sollte man eindämmen, auch um einen Zerfall Europas zu verhindern. Man soll in die Richtung gehen, das betrifft auch uns, wenn es darum geht, wie ordnen wir Österreich neu, wie gehen wir mit Föderalismus um und wie schauen wir in einem sozusagen die Herausforderungen, die auf uns zukommen, dass wir denen so begegnen, dass wir die drei Ebenen, die wir haben, so einsetzen, dass die Leistungen in optimaler Weise bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und gleichzeitig, dass diese Separatismusbestrebungen eben nicht Platz greifen bzw. sich nicht auswirken. Neo sieht da mehr ein Selbstbestimmungsrecht. Naja, die Freiheit ist ein hohes Gut. Ne? Ich finde, das ist immer eine schwierige Situation, wenn hier Teile des Landes sich in die Unabhängigkeit bewegen wollen. Wir kennen das natürlich vielfältig aus den letzten Jahrzehnten vom Balkan.
Man soll das grundsätzlich nicht befördern, aber man kann es auch nicht grundsätzlich unterbinden. Ich finde, dass die Schotten und das Vereinigte Königreich hier eine sehr zivilisierte Form gewählt haben in den letzten Jahren, diese Auseinandersetzung zu führen. Das ist knapp für nicht unabhängig ausgegangen. Und ich finde, dass Beispiele wie Südtirol mit einem hochgradig zeitgemäßen Autonomiestatut eigentlich die Lösungen wären, die man vorantreiben müsste. Das Problem ist, dass Spanien, ähnlich wie Österreich, an sehr verkrusteten, teils sehr korrupten in Spanien Altparteien leidet. Und die haben nicht die Kapazität gezeigt, hier Lösungen voranzubringen. Und jetzt ist es unter der Regierungsägide ihres Parteikollegen, des konservativen Parteichefs, hier eskaliert. Und wie die Polizei hier auf die Bürger einprügelt, das ist eine Schande für Spanien und das ist eine Tragödie für Europa, finde ich. Und es sollte das muss besser gehen. Genau, das sollte gleichzeitig uns zu denken geben, dass auch wir die verkrusteten Strukturen, die wir haben, aufbrechen und auch den österreichischen Staat neu ordnen und die Kompetenzen neu zuordnen, damit eben genau solche Bewegungen oder Strömungen in Österreich nicht entstehen können. Kommen wir gleich zu diesem Thema oder bleiben wir gleich dort, wo Sie uns jetzt hingeführt haben. Wenn wir zu diesem Thema Bundesländer kommen, fallen mir immer gleich die Fürsten der Finsternis ein, die Sie seit Wochen und Monaten ins Treffen führen. Meine Frage ist aber an Sie, der Sie ja das auch Zeit Ihres Berufslebens kritisiert haben, viele Auswüchse des Föderalismus, ob Sie da mit dem Herrn Strolz übereinstimmen und die Landeshauptleute auch als solche Fürsten der Finsternis betrachten, die da, Finsternis suggeriert, im Geheimen mit Geld umgehen und Förderungen verteilen und das abstellen wollen. Also das wird wahrscheinlich eine schlechte Basis sein, dass man Österreich neu ordnet, wenn man gleichzeitig jemanden eine Schatulle gibt und in irgendeiner Art und Weise abwertet. Ich gehe eher den anderen Kurs, Leute zu überzeugen. Und da haben wir in Österreich nicht nur das Thema der Landeshauptleute oder auch der Länder, sondern ein Thema insgesamt, dass jeder in Österreich versucht, das festzuhalten, was er in der Vergangenheit irgendwo erworben hat und nichts hergibt. Wir haben auch auf Bundesebene dementsprechend Regelungen, wenn Sie beispielsweise nur den Arbeitnehmerschutz hernehmen, wo also auch in Arbeitnehmerschutz eine Zuständigkeit beim Bund liegt. Gleichzeitig werden die Bundesbediensteten, werden geregelt die Logistik im Bundeskanzleramt, für die ASVG-Versicherten wird es geregelt dementsprechend im Sozialministerium, wenn es darum geht, um die Land- und forstwirtschaftlich bedienstet, wird der Arbeitnehmerschutz geregelt, Grundsatzgesetzgebung im Sozialministerium, gleichzeitig Ausführungsgesetzgebung bei den Ländern. Wir haben auf Bundesebene auch die Kompetenz im Bereich der Forschung aufgeteilt auf 8 Ministerien und das führt auch dazu, dass wir eben dementsprechend das Geld nicht ankommt. Das heißt, wenn man sich bei uns das anschaut, haben wir die Problematik allein im Bereich der Forschungsförderung, dass im Bund und Länder jeder Strom, der da ist, ist ein Strom, ein Finanzfluss. Das heißt, wir haben 216 Organisationen, die sich mit Forschungsförderung betreiben. Wir haben 139 Forschungsprogramme. Klingt schon alles wahnsinnig kompliziert. Punkt, schaut auch noch komplizierter aus. Die Frage ist sozusagen, mehr Macht den Ländern oder weniger? Es geht darum, dass man die Macht so verteilt, dass also die Aufgabe dort erledigt wird, wo sie am besten bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Beispielsweise haben wir in einem Bundesland ein Bundessozialamt. Auf der anderen Seite werden die Sozialleistungen vom Land befördert. Wozu braucht man eine Bundesbehörde oder eine Landesbehörde? Wenn man Katastrophenschutz anschaut, ich glaube, da geben Sie mir recht, da haben wir mittelbare Bundesverwaltung, da haben wir Landesverwaltung, da haben wir Bundesverwaltung. Das heißt auch wieder, warum brauchen wir das, der Fluss, der durch Österreich fließt, in dem Fall die gesamte Zuständigkeit Bund, Länder und Gemeinden sozusagen durchfließen muss. Probieren wir es, Herr Moser, doch ein bisschen, also jetzt Herr Strolz, muss ich sagen, ein bisschen allgemeiner sozusagen. Mehr Macht bei den Ländern oder weniger? Sie haben zum Beispiel im Programm stehen entweder die Steuerhoheit und vieles mehr zu den Ländern oder ihnen das wegzunehmen und damit auch keine Landesgesetzgebung und Vollziehung mehr. Also zwei Modelle, viel Macht zu ihnen oder ganz wenig? Weil es gibt nicht nur die eine beste Lösung. Das ist richtig. Wichtig ist, dass es zu Lösungen kommt. Und das ist natürlich so, dass Lösungen derzeit blockiert werden. Und ja, wir haben vorgeschlagen, Steuerautonomie für Bundesländer, wie in der Schweiz. Ich will, dass sich die Bundesländer auch spüren, die Landeshauptleute beim Geld ausgeben. Und ich möchte schon zu diesem Thema Förderung noch einmal zurück, weil hier habe ich einen ganz konkreten Vorschlag auf den Tisch gelegt. Und Sie sind, Herr Moser, ab 15. Oktober dann nicht mehr Präsident vom Rechnungshof, sondern oder Ex-Präsident auch nicht mehr, sondern Sie müssen konkret zu Dingen Stellung beziehen und entscheiden. Und hier kommt eine Frage, wo ich gerne eine Entscheidung von Ihnen haben will. Mein Vorschlag ist, dass wir sagen,
Alle Landeshaupter müssen dafür Sorge tragen, dass die Transparenzdatenbank befüllt wird. Das verweigern die Landeshauptleute, obwohl es Gesetz ist. Mein Vorschlag ist, und ich behaupte, das ist die einzige Sprache, die diese Herrschaften verstehen, wir ziehen im Finanzausgleich 50 Millionen Euro jenen Landeshauptleuten ab, die sich weigern, den Menschen darüber Auskunft zu geben, wie sie derzeit im Dunkeln das Geld verteilen. Weil der Verdacht liegt ja nahe, dass sie im Dunkeln dreifach Doppelförderungen machen, Freundeskreise anfüttern. In dieser Transparenzdatenbank, also, nur zur Erklärung auch fürs Publikum, würden diese Förderungen dann aufgelistet, ganz genau aufgelistet sein. Die Menschen sollen erfahren, wo ihr Stargeld hingeht. Wer das verweigert, muss auch angehalten werden. Sind Sie dafür, dass man diese Penale von 50 Millionen Euro... Das ist eine Ja-Nein-Frage. Moment einmal. Das Leben ist nicht mit Ja und Nein, das ist wie transparent. Das heißt, Steuerautonomie haben Sie angesprochen, der Länder. Ich erachte das in der derzeitigen Form als gefährliche Drohung für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Der Grund ist der, wenn man nicht weiß, wer welche Kompetenz hat, wenn die Kompetenz in allen Bereichen aufgelistet ist zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und ich gebe jetzt noch die Möglichkeit zum Bund dazu, dass auch die Länder Steuer erheben, das würde heißen, dass eben dementsprechend der Steuerzahler noch einmal belastet wird. Aus dem Grund, man kann dann über eine Steuerautonomie reden, wenn zuerst einmal klar die Kompetenzen zugewiesen werden, wer hat welche Aufgabe. Mhm. Und da muss man sagen, wer kann die Aufgabe finanzieren, wie kann er sie finanzieren, mit welchen Mitteln kann er sie finanzieren. Und dann kann es eine Steuerhoheit natürlich geben, natürlich. Länder. Zuerst einmal Zuordnung der Kompetenz. Okay. Wer macht was? Der zweite Schritt ist, wie macht man das? Und dann fangen wir mit der Transparenz an. Transparenzdatenbank. Transparenzdatenbank müssen wir auch wieder vielschichtig betrachten. Wir haben eine Transparenzdatenbank eingeführt, ich habe das immer kritisiert, dass ein Punkt, dass beispielsweise derzeit die Form, die da ist, nicht ausreicht. Sie reicht deshalb nicht aus, weil beispielsweise Förderungen im Bereich der öffentlichen Hand nicht erfasst sind. Keiner weiß, wo die öffentlichen Gelder innerhalb der öffentlichen Verwaltung eben kursieren. Zweiter Punkt ist, wir können Unternehmensgeflechte oder Projekte nicht abfragen. Warum? Weil es nur personenbezogen ist. Und das heißt, wenn Sie ein Projekt fördern, weiß keiner, wie viel Geld in das Projekt hineingeflossen ist. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, den wir in dem Bereich haben, Sie können erst abfragen, nachdem die Förderung bereits vergeben ist. Dadurch haben Sie das Problem, dass also Doppelförderungen nach wie vor unmöglich sind. Und jetzt ist der nächste Schritt, der Gott sei Dank schon passiert ist, dass im Rahmen des Finanzausgleichs nun mal die Datenbank befüllt wird, was die Umwelt betrifft und auch die Energie betrifft. Da befindet jetzt eine Befüllung statt, aber Sie haben recht, das gehört ausgeweitet auf alle. Das gehört dementsprechend auch festgelegt, dass alle dementsprechend einmelden müssen. Ansonsten haben wir das Problem, so wie derzeit, dass beispielsweise 117 Förderungen im Bereich der Familie vergeben werden. Man weiß nicht, wer was bekommt. Aber ich kurz unterbreche. Ich glaube, einen gewaltigen Rederückstand. Kann das sein? Ein Drittel nämlich. Ja. Darauf wollte ich Sie kurz hinweisen. Sie sind also ein Drittel vorne. Ja. Daher, glaube ich, wollen Sie jetzt die Frage noch einmal präzisieren, ja oder nein, zu dieser Strafzahlung von 50 Millionen, wenn das nicht kommt. Darf ich diese Frage jetzt noch einmal kurz an Sie weiterleiten? Also mit einer kurzen Antwort. Man soll nicht gleich mit Strafen reden, aber man soll alle Maßnahmen ergreifen, dass die Transparenzdatenbank endlich befüllt wird. Herr Moser, schauen Sie, da habe ich ein grundsätzliches Problem. Ich will strafen. Nein, ich will nicht strafen. Sie senden hier jetzt als neuer ÖVP-Kandidat das Signal aus an die Landeshauptleute, Ihre neuen Parteikollegen. Tut es nur so weiter wie bisher, weil es ist alles sehr kompliziert. Sie sind nicht bereit, hier eine Sanktion zu verhängen. Die Bürgerinnen und die Bürger werden seit Jahren verschaukelt. Und weder Sebastian Kurz noch Sie haben den Mumm zu sagen. Und jetzt ist Schluss damit. Und ich ärgere mich als Bürger, dass Sie diesen Mumm nicht haben. Sie hatten mehr Mumm als Rechnungshofpräsident. Und jetzt müssen Sie drauf schauen, werde ich Minister oder wie oder was. Aber hat Sie da Mut verlassen? Sie wissen haargenau, wenn Sie heute hier von diesem Ort aus das Signal senden, es ist alles sehr kompliziert und die sollen nur weitermachen und Strafen tun wir nicht, Konsequenzen gibt es auch keine, dann werden die Herrschaften sich auf die Schenkel klopfen und sagen, und wir machen im Dunkeln weiter und wir verweigern die Transparenz und damit will ich aufhören. Und das ist mein Bedenken insgesamt bei dieser ÖVP neu. Es gibt ja auch andere Themen, wo bereits unter Sebastian Kurz hier Wegmarkierungen festgelegt wurden, wo ich sage, ich habe grobe Bedenken Wir haben im Juni das Bildungsthema im Parlament gehabt. Eine Bildungsreform wäre angesagt gewesen. Darf ich drauf schauen kurz? Ich habe ja einen Rederückstand. Das ist mir wichtig. Ja. Da geht es auch um Reformen. Sie wollten über Reformen reden. Zur Bildung wollte ich aber überhaupt noch als größeres Thema kommen. Okay, dann stelle ich das zurück. Dann versprechen wir kommen dazu. Dann nehme ich ein anderes Thema, wo Kurz auch völlig ausgelassen hat.
Gewerbeordnungsnovelle. Es ist doch immens wichtig, dass wir Arbeitsplätze schaffen in Österreich. Da sind wir uns doch einig. Dafür müssen wir dem Unternehmergeist auch mehr Raum geben, Freiheit. So, jetzt wurde verhandelt ein neues Gewerbeordnungsrecht. Was ist passiert? Die SPÖ, ÖVP sind mit einem Vorschlag gekommen im Juni, wo sie sagen, wir führen zusätzlich geschützte Gewerbe ein. Also wir erhöhen die Bürokratie. Dann habe ich im Juni die Chance genutzt des Parteichefwechsels und habe gesagt, zurück ins Parlament mit dem. Und da müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Die größten Bremser war damals gegen die Interessen der Selbstständigen, der Unternehmer, der Freiberufler, hier die ÖVP. Sie hat gemauert. Ich musste Allianzen mit der SPÖ und mit der FPÖ schließen, um Folgendes zu ermöglichen, dass wir zumindest diese Single License durchsetzen, 440 freie Gewerbe mit einem Gewerbeschein. Wir müssen die Bürokratie aus dem Weg räumen. Wann immer das Wort Wirtschaft fällt, denkt die ÖVP an Wirtschaftskammer. Und das ist ihr Leitstern. Die Strukturen dort, die Finanzierung. Mein Leitstern ist Unternehmergeist. Wie können wir dem Raum geben, damit wir Arbeitsplätze schaffen können? Und ich hätte gehofft, dass ich hier einen Verbündeten im Geiste habe und habe eh gesagt, ein Moser allein macht noch keine reformfreudige ÖVP. Aber wenn ganz, Sie hier jetzt schon ja, in die Knie gehen bei den gut. Landeshauptleuten, dann wage ich das die Prognose, werden Sie auch bei den Kammern in die Knie sind, gehen. War das und nicht das ist keine gute Perspektive. Der Aufruf zu einem sozusagen so langen Referat, ganz probieren gut. Wir trotzdem, dass wir eine Diskussion zustande bringen. Eine kurze Replik darauf, ja, bitte, Herr Moser. Also jeder, der mich kennt, ist, dass ich in den 12 Jahren Rechnungshofpräsident gezeigt habe, ich gehe vor niemanden in die Knie. Im Gegenteil, ich setze das durch, aber ich setze es so durch, dass ich nicht strafe, sondern dementsprechend überzeuge. Und das war auch der Punkt, wo Sie ja wissen, beispielsweise auch beim Haushaltsrecht, wo ich nahezu gesteinigt worden bin als Rechnungshofpräsident, dass ich eben vorgeschlagen habe, dass auch Länder und Gemeinden ein Haushaltsrecht haben, das mehr Transparenz bietet. Dieses Haushaltsrecht gibt es jetzt. Und genauso kann ich Ihnen versichern, dass die Transparenzdatenbank auch umgesetzt wird, wenn man überzeugt, wenn man aufzeigt, wie wichtig es ist. So wie Sie haben Brüll ab 2009. Ich bin anders. Die Positionen zur Transparenzdatenbank haben wir damit festgestellt. Apropos überzeugen und strafen, ja, das führt uns jetzt zu einem ganz anderen Thema, Strafrechtsverschärfungen. Die ÖVP ist damit im frühen Wahlkampf thematisch an die Öffentlichkeit gegangen. Im Vorjahr hat es eine Strafrechtsreform gegeben, die vorsieht, dass Delikte gegen Leib und Leben etwas höher bestraft werden im Vergleich zu jenen Delikten, die sich gegen Vermögenswerte richten. Die letzten Änderungen sind übrigens erst jetzt im September in Kraft getreten von dieser Reform. Warum reicht das der ÖVP nicht aus? Ich glaube, es gibt ja den Justizminister, der sich dazu geäußert hat und dann dargelegt hat, in welchen Bereichen es notwendig ist, im Hinblick auf die Entwicklungen, die wir gerade in letzter Zeit gehabt haben, auch im Zusammenhang mit der Migration, die da mit hineingeschlagen hat. Er hat auch einen dementsprechenden Gesetzentwurf übermittelt, in welchem Bereich er es für notwendig erachtet, Strafen zu verschärfen. Die Diskussion findet nach wie vor statt. Und ich glaube, wenn man sich angeschaut hat in der Vergangenheit, bei Strafen haben wir zwei Elemente, die spezialpräventive Wirkung und die generalpräventive Wirkung. Das ist natürlich notwendig, dass man gerade in den Bereichen, wo man sieht, dass da neues Verhalten an den Tag kommt, was die Sicherheit gefährdet, dass man insbesondere den Gesichtspunkt des generalpräventiven, also der allgemeinen Vorsorge, aber das ist ja jetzt gerade in Kraft getreten. Aber schaut, es hat sich daraus in der Zwischenzeit ergeben, durch die Umstände, die eingetreten sind, dass es notwendig ist, auch in dem Bereich weitere Verschärfungen durchzuführen. Und die Novelle oder der Vorschlag liegt am Tisch. Und jetzt wird es darum gehen, dass man darüber diskutiert. Die Diskussion findet derzeit im Parlament statt. Und dann wird auch der Strolz dazu sich äußern können, wie er dazu steht, ob er es nicht auch für notwendig erachtet, gerade in den speziellen Bereichen sehr wohl weitere Schritte zu setzen. Ganz kurz noch, in welchem speziellen Bereich? Besteht ein Missverhältnis zwischen Tat und Strafe derzeit? Es ist nicht nur, dass der Strafrahmen derjenige ist, der schlagend ist, sondern es geht auch darum, das heißt, ob die Strafe, die verhängt wird, in Relation ist. Das heißt, ist der Strafrahmen Mindeststrafe, Höchststrafe, ist der angemessen oder nicht angemessen? Beispielsweise gerade, wenn es darum geht bei Sexualdelikten oder wenn es darum geht, beispielsweise auch bei Delikten, wo also Gewalt in der Familie geübt wird, wo beispielsweise die Parallelgesellschaft zuschlägt und, wo man in die Richtung geht, ob beispielsweise Scharia-Gerichte in irgendeiner Art Weise zurückgedrängt werden und. Also gibt es Handlungsbedarf in reichhaltigem Ausmaß. Immer noch trotz der letzten Novelle, auch für Sie? Ich fand es einen richtigen Schritt, dass hier eben gerade für Sexualdelikte, Vergewaltigungen, dass hier der Strafrahmen erhöht wurde. Jetzt geht es darum, das auch ankommen zu lassen im Vollzug, in den Gerichtssälen.
Und ich bin hier sehr klar, man kann nicht eine Gesetzesnovelle schon wieder übertrippeln, bevor sie vollkommen in Wirkung kommt. Das heißt, ich erwarte mir vom Justizminister hier eine seriöse Debatte. Das heißt, als erstes eine Evaluierung. Was haben diese Änderungen erreicht? Und dann reden wir über weitere Schritte. Also ich glaube, dass wir gerade beim Strafrecht auch immer in der Pflicht sind, seriös uns damit auseinanderzusetzen und nicht nur mit Überschriften durch die Republik zu wirbeln. Das halten Sie jetzt nicht für seriös? Nein, ich glaube, das war zu schnell. Das im Justizministerium selber hat das ja geheißen, selbst im Justizministerium hat es geheißen, bis 2021 muss man die jetzige Novelle evaluieren. Daher die Frage, warum kommt dann jetzt schon sozusagen der nächste Nachstoß? Das ist Populismus. Also, da ist, wenn man den Justizminister kennt, und wie sogar als einer, der gerade das Gegenteil von Populismus ist. Naja, aber von dem kam es ja nicht. Der konnte nur noch so reagieren. Er wurde beauftragt, damit es ist ja die Ressortverantwortung da. Er selbst hat das vorgeschlagen. Und jeder, der ihn kennt, weiß, schon aufgrund seiner reichhaltigen Erfahrung, wenn er einen Vorschlag macht, dann hat das Hand und Fuß. Dann ist, wie gesagt, das tatsächlich eben etwas, was diskutiert werden muss und dem in letzter Konsequenz auch umgesetzt wird. Kann alles zurechtbiegen, argumentativ, jawohl. Der ÖVP-Justizminister hat gemeinsam mit dem ÖVP-Innenminister ein Sicherheitspaket nicht auf den Weg gebracht, sondern auf den Weg bringen wollen. Unter anderem sind die NEOS dagegen, die das Paket für ein Überbordwerfen der Bürger- und Freiheitsrechte empfinden, wenn das so kommt, wie das jetzt angedacht ist, mit Überwachungsmaßnahmen etc. Worin sehen Sie da die Bedenken? Na, ich sehe die Bedenken zum Beispiel bei diesem Bundestrojaner, dass der Staat sich grundsätzlich auf jedes Handy einschleichen kann, auf jeden Computer, ohne große Verdachtsmomente, ohne ausreichenden Schutz der Bürgerrechte. Ich kann das auch aus ganz persönlicher Betroffenheit schildern. Schauen Sie, als ich NEOS gegründet habe, da hat der Generalsekretär Ihrer jetzigen Partei, also der höchste Manager der ÖVP, mir ausrichten lassen, den Strolz bringen wir um in 2 Tagen. Wir haben alles dafür in der Schublade. So, und das haben Sie auch versucht. Sie haben mich versucht, an den Boden zu ringen als Unternehmer. Auch Sepp Schellhorn hat in den letzten 4 Jahren 19 Steuer- und Sonderprüfungen bekommen, seit er für uns im Parlament ist. Die 20 Jahre davor hat er nicht einen Bruchteil davon bekommen. Das sind alles Zufälle. Ja, das sind alles Zufälle. Aber ich sage Ihnen Folgendes. Wenn wir diesen Herrschaften auch noch die Instrumente für eine vollkommen willkürliche Überwachung in die Hand geben, jeder von Ihnen, wie er hier sitzt, weiß, dass es in jedermanns Leben ein Telefonat gibt, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, mit dem man sie ein Stück weit auch jagen kann. Und diese Instrumente will ich diesen Herrschaften nicht in die Hand geben. So wie NEOS im letzten Jahr dafür gesorgt hat, dass die Kontoregistereinschau nur mit richterlichem Beschluss möglich ist und nicht völlig willkürlich in der Mittagspause von jedem Beamten der Nachbar ein Stück weit bespitzelt werden kann. Jetzt schauen wir mal an, was der Josef Moser dafür Konten hat. Da müssen wir Acht geben. Die Freiheit ist ein hohes Gut. Wir können Sicherheit nicht erkaufen, indem wir die Freiheit aufgeben. Wenn wir die Freiheit aufgeben, werden wir auch die Sicherheit verlieren. An einen autoritären Staat. Und das wünsche ich mir nicht. Ich habe hier eine ganz andere Haltung wie ein Herr Orban oder andere Vorbilder Ihres. Warum hat die ÖVP da weniger Sorge? Also nicht weniger Sorge, ich glaube, das kann jeder teilen, was Herr Strolz gesagt hat. Jeder von es ist nie eine Entschuldigung gekommen keiner will zu dieser Drohung. Keiner will in irgendeiner Art und Weise die persönliche Freiheit eingeschränkt wird. Jeder will in dem Fall sehr wohl frei sein und dass man nicht sozusagen ihm in den Tellerrand hineinschaut und dergleichen. Das will keiner. Da geht es aber darum, um etwas, wo man sagen muss, im Hinblick auf die Bedrohung, die wir haben, geben wir der Polizei jene Instrumente, die notwendig sind, um die Sicherheit zu gewährleisten. Geben wir der Polizei jene Instrumente, die notwendig sind, um Terrorismus bekämpfen zu können. Und da muss natürlich dementsprechend beachtet werden, dass bisher die Kommunikation stattgefunden hat. Und dafür gibt es auch die rechtlichen Vorkehrungen. Wenn man sagt, findet statt über SMS, es findet statt über das Telefon. Das hat sich aber mittlerweile verlagert in das Internet bzw. WhatsApp und andere Kommunikationsmittel. Und da greift aber dementsprechend nicht bei der Möglichkeit, dass die Polizei auch in diesen Fällen beispielsweise Maßnahmen setzen kann, um gerade den Terrorismus zu unterbinden. Und wenn man sich anschaut, hat von der ursprünglichen Kommunikation von SMS Richtung WhatsApp eine Verlagerung stattgefunden, dass nahezu mehr als 80% über WhatsApp und über Internet kommuniziert wird. Und da muss angesetzt werden, dass man sehr wohl mit richterlicher Genehmigung, nicht unter Generalverdacht, jeder kann abgehört werden, sondern wenn ein spezieller Anlass da ist, dass also eine Bedrohung da ist, dass dann mit richterlicher Genehmigung
Genehmigung, dementsprechend auch Genehmigung des Rechtsschutzbeauftragten, auch eine Untersuchung bzw. eine Verfolgung möglich ist. Und ich glaube, das ist derzeit nicht möglich. Das muss gemacht werden. Wollen wir Terrorismus bekämpfen, wollen wir die Sicherheit der Menschen in Österreich dementsprechend auch sicherstellen. Wenn der Blick kurz ist, kann man früher zur Bildung, sage ich nur. Ja, wir wollen zum Beispiel auch verankern in so einem Gesetz, dass jeder Bürger, jede Bürgerin, die zu Unrecht hier observiert wurde, im Anschluss darüber informiert wird. Ich finde, es ist wichtig, dass die Bürger erfahren, Achtung, ich kam hier in den Fokus von Überwachungen. Offensichtlich gab es dann keine stichhaltigen Verdachtsmomente, Verfahren niedergelegt oder diese Observierung, diese Beobachtung. Und solche Dinge fehlen hier. Und es gab ja so viele auch Einwände von Expertinnen und Experten wie bei fast keinem anderen Gesetz. Und deswegen sage ich hier, vorsichtig, mit Augenmaß und ja zur Sicherheit. Und da wünsche ich mir, dass wir auf ganz anderen Ecken auch die Sicherheit vorantreiben. Beispielsweise gemeinsame Dschihadistendatenbank. Wenn nur im letzten Jahr von 27 Ländern. Geht's auf. Ja, aber schon lange. Ich bin noch schon nicht dort, wo der Herr Moser ist, glaube ich. Sie liegen jetzt so gut wie gleich. Okay. Kommen wir zur aber Bildung. Dschihadistendatenbank, der Satz noch fertig. Wenn von 27 EU-Ländern, heute noch 28, nur 7 in einer Dschihadistendatenbank einberichten und wir Anschläge haben, wo am Tag danach die Nachbarstaaten sagen, wir haben den Typen gekannt, dann ärgert mich das als Bürger immens und dann sage ich, dann soll die Regierung dafür sorgen, Kern, Kurz, wie sie heißen, dass hier Kooperation geschieht, das ist wichtig für die Sicherheit der Menschen. Und gerade Kurz steht dafür. Von der Sicherheit jetzt zur Bildung. Viele Gäste hier im Studio, Sie ganz sicher, werden mir zustimmen, wenn ich sage, Bildung ist zuweilen sehr anstrengend. Wir wollen es uns daher jetzt auch nicht so leicht machen, einfach nur die Positionen auszutauschen, die in Ihren Parteiprogrammen stehen und über die ewige Schulorganisation und über das Lehrerdienstrecht reden, sondern ich möchte Sie fragen, was Schule eigentlich leisten soll, insofern welche Kompetenzen sie vermitteln soll oder ob sie überhaupt Kompetenzen vermitteln soll, wie das jetzt modern geworden ist, Lesekompetenz heißt das dann, oder soll sie Kindern umgekehrt Lust aufs Lesen machen, mit dem gedanklichen Zusatz, es ist auch nicht wurscht, was sie lesen, sondern mit einer Literatur infiziert werden. Was soll es sein? Bildung ist die Selbstermächtigung des Menschen. Bildung ist der Schlüssel zu einem mündigen Leben, zu einem gelingenden, guten Berufsleben auch. Bildung ist ein Allzweckschlüssel, ist die beste Arbeitsmarktpolitik, Integrationspolitik, Sozialpolitik. Und dafür müssen wir kämpfen, für Chancengerechtigkeit, auch für diese Lust am Lernen natürlich. Dass wir den Kindern einfach Flügel heben. Ich weiß, es wird oft belächelt, aber darum geht es ja. Im Moment ist es so, dass wir die Schule allzu sehr um Defizite organisiert haben. Eine heute 9-Jährige kann nach Hause kommen und sehr detailliert referieren, wo sie die Schlechteste ist und wo sie einen Fetzen ausgefasst hat. Und so quasi, wir lassen sie aufstehen mit dem Rotstift drüber und sagen, da bist du die Elendeste. Ich will, dass jeder 9-Jährige oder 15-Jährige nach Hause kommt mit der Freude und sagt, ich weiß, wo meine Potenziale liegen, wo meine Talente liegen, wo meine Wesensbegabungen hier auch mich hinführen wollen im Leben. Das ist das, was ich mir wünsche, Entfaltung. Und dafür müssen wir viel ändern. Dafür habe ich viele Vorschläge mit dabei. Also wenn ich sagen darf, wie Matthias Stolz das gemacht hat, Flügel heben und Stachel setzen. Das heißt, es ist richtig, wie gesagt, in dem Zusammenhang ist es notwendig, dass man tatsächlich eben die Kinder vorbereitet auf das, was sie erwartet. Gleichzeitig auch, dass man die Schule in eine Richtung bringt, die also mit neuzeitlichen Methoden unterrichtet, wo man Kinder vorbereiten, dass eine Welt, wo die Digitalisierung stattfindet, wo sie mit Daten umgehen müssen und dergleichen, dass sie da die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten bekommen. Und da haben wir leider ein Bildungssystem, das eben nach wie vor in eine Richtung geht, wo eben die Machterhalt, sozusagen das voneinander abgrenzen, das gegenseitig sich sozusagen Angelegenheiten, Ressourcen zuschanzen, dazu führt, dass das Geld in der Schule nicht ausreichend ankommt, weder bei den Schülerinnen und Schülern noch bei den Lehrern. Und wir haben das Problem, dass der Lehrer gerade in Österreich durch die Struktur, die wir haben, nicht in einer Klasse steht und unterrichten kann, sondern mit Administrativaufgaben belastet längere ist. Längere Lehrerarbeitszeit in der Klasse. Nein, also. Es geht darum, dass man endlich einmal Struktur schafft. Längere Lehrerarbeitszeit in der Klasse. In der Klasse, die dadurch schaffen, indem man den Lehrer entlastet von administrativen Tätigkeiten, ihm dadurch wieder Motivation und Freude gibt. Und diese Freude, die Motivation schlägt sich dann auf die Kinder durch. Meine Frage hat darauf abgezielt, um jetzt ganz konkret zu werden, die Kompetenzen, was, das haben
wir aber jetzt besprochen, nämlich wie die Lehrer ausgesucht werden sollen, damit sie diese Vermittlungslust haben. Und da gibt es bei den NEOS im Programm ein selektives Aufnahmeverfahren. Also bevor die Lehrer überhaupt ihr Studium beginnen, es soll nicht jeder machen können. Absolut. Welches Kriterium sehen Sie da, ist anzulegen? Das soll nicht die Politik entscheiden, sondern das sollen Bildungswissenschaftler entscheiden. Die Politik muss entscheiden, dass wir solche Auswahlverfahren wollen. Die Skandinavier haben da großartige Erfahrung damit. Und dort ist der Lehrerberuf auch nach wie vor ein sehr angesehener. Bei uns hat das sehr an Ansehen eingebüßt. Und ich sage, ich will die Besten für den Lehrerberuf, Lehrerinnenberuf. Ich habe ein Buch, Die mündige Schule, mit herausgegeben, mit vielen anderen Expertinnen und Experten. Ich habe es gewidmet den Lehrerinnen und Lehrern. Der wichtigste Beruf der Republik. Und ich sage auch, wir müssen einerseits in der Ausbildung hier nachlegen, wir müssen im öffentlichen sozialen Ansehen nachlegen, wir müssen aber auch eine Weiche stellen. Wir müssen uns von den 5% an Lehrern, die falsch in diesem Beruf gelandet sind, wir müssen uns, Herr Moser, von denen trennen. Das machen wir in jedem anderen Beruf. Natürlich davor Personalentwicklung, vielleicht geht der Knopf noch auf, aber wenn der Knopf nicht aufgeht, dann sagen wir ihnen nicht, du bist ein Tischler, der Knopf, du bist falsch hier, du kannst das nicht, irgendwie kommt es beim Kunden auch nicht an, aber mach's nach 40 Jahren. Wir sagen es beim Chirurgen nicht, heiter weiter operieren, nur beim Lehrer sagen wir. Es sind sich die Kollegen einig, der zirkt uns runter, der ist falsch hier. Es ist die Schulleitung wirklich betrübt, die Eltern beklemmt und die Kinder sagen, den druckst nicht durch. Und die ÖVP und die SPÖ sagt, nur noch 40 Jahre Kinder verbiegen. Und das ist falsch, das ist für den Berufsstand auch Gift. Ich will einen aufrechten Gang für die Lehrer. Es gibt keinen Beruf in der Republik, keinen einzigen. Okay. Oder sagen Sie mal, wo wir das so machen. Und deswegen müssen wir das ändern. Ich möchte Sie als Allianzpartner. Wobei Sebastian Kurz immer in die Vergangenheit schaut. Er redet von ÖVP und er spricht nicht von der Liste Kurz. Wenn man die Liste Kurz anschaut, in dem Bereich geht es genau darum. Erstens einmal, was wichtig ist. Lehrerdienst reicht weg. Können wir das machen? Rahmenkollektivvertrag. Wir haben in dem Bereich, wie gesagt, was die Schule betrifft, die Schule soll Ergebnisverantwortung haben. Aber der Direktor der Schule hat nicht die Möglichkeit, über sein Lehrpersonal zu entscheiden. Sag, welcher Lehrer ist bei mir? Und wenn der Lehrer nicht die Fähigkeiten hat oder die Kenntnisse hat, dass er auch nicht sagen kann, wie jeder andere auch. Der Lehrer erfüllt meine Voraussetzungen nicht, der passt nicht ins Team. Ich kann dementsprechend nicht das Ergebnis bringen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir müssen schauen gleichzeitig, dass die Durchlässigkeit zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Dienst offener wird. Das heißt, dass jemand, der in der Privatwirtschaft der Kenntnisse hat, beispielsweise im technischen Bereich und dergleichen, auch die Möglichkeit hat, seine Kenntnisse in der Schule zu unterrichten. Und der dritte Teil ist der, dass der Lehrer auch die Möglichkeit hat, beispielsweise mit Sabbatical und so weiter, auch sich aus dem Lehrberuf hinauszubegeben, sich Kenntnisse anzueignen. Zumindest in dieser oberflächlichen Beschreibung sind Sie sich sehr einig. Ich würde gerne noch ganz kurz, weil wir nämlich nur mehr 4 Minuten Zeit haben in unserer Sendung, auf das Thema Pensionen kommen. Gut, das wäre mir noch ein Anliegen, weil das gerade in dieser Paarung ganz interessant ist zwischen Ihren beiden Parteien. Und zum ersten Stichwort Pensionsautomatik kommen. Damit ist gemeint, dass bei einer demografischen Entwicklung, also bei einer Altersentwicklung der Bevölkerung, die hoffentlich höher wird, das Pensionsantrittsalter später sein wird, und das automatisch, ohne dass es die Regierung respektive der Nationalrat beschließen muss. Für die NEOS geradezu eine Koalitionsbedingung, Pensionsautomatik für die ÖVP momentan, Herr Moser, oder nein? Der Punkt ist der, wir sind derzeit bei einem Pensionsantrittsalter, tatsächlich ein Pensionsantrittsalter von 60. Jetzt wird es einmal notwendig sein, einmal 60 auf 65 anzuheben. Es wird notwendig sein, dass wir endlich Pensionsprivilegien beseitigen und es nicht zulassen, dass Leute mit 54 Jahren und 10 Monaten also ohne Abschläge in den Ruhestand treten können. Jetzt einmal der erste Schritt ist einmal der, dass man die tatsächliche Pensionsantrittsalter an das Gesetz der Pensionsantrittsalter anführt. Das hat die ÖVP zuletzt immer gefordert. Genau, und gleichzeitig das die Pensionsprivilegien beseitigt. Im Gegenteil. Also dann sind Sie aber auch beim Herrn Wöginger, ÖAAB-Chef, österreichweit allseits anerkannter Blockiererbund, der sagt, weitere Pensionsreformen sind derzeit kein Thema. Sebastian Kurz hat zuletzt auch seine Position verlassen. Das ist nicht das Thema. Die ÖVP war für Pensionsautomatismus, für die Angleichung des Frauenpensionsalters. All diese Pensionsansagen verlassen Sie, sowohl der Sebastian Kurz und jetzt knickt auch der Josef Moser ein. Nein, im das ist eine große Enttäuschung. Nein, im Gegenteil. Es geht aber Sie sagen, wir brauchen es jetzt. Nein, im Gegenteil. Es geht darum, dass Sie schwurden herum. Dass man Sie rudern, das ist ja kein Ruderkurs. Ist ja dass man endlich das beseitigt, was derzeit stattfindet, dass man doch Pensionen auszahlt, die, wie gesagt, weit von dem Weg sind. Was ist beispielsweise
beispielsweise bei den Sozialversicherungsträgern, bei den ÖBB, wo man immer noch Pensionsprivilegien hat. Das ist jetzt ein anderes Thema. 1,5 Jahre. Mich hat jetzt die Pensionsautomatik interessiert, das haben wir dargestellt. Kommen wir zum Frauenpensionsalter noch kurz. Das war Sebastian Kurz. Man soll endlich das Tatzelle-Pensionsalter an das Gesetz heranführen. Das sind 5 Jahre, die wir schaffen. Dann haben wir den ersten. Aber mit welchen Maßnahmen? Das bleibt Sie schuldig. Und da schwurbeln Sie herum. Darf ich jetzt noch zur Angleichung? Das ist eine große Enttäuschung, Herr Moser. Im Gegenteil. Auch das können wir beantworten. Mit welchen Maßnahmen? Indem wir beispielsweise genau die Frühpensionierungsregelung nicht mehr zulassen, wie beispielsweise derzeit in Wien, dass Wiener Stadtwerke beispielsweise derzeit 1000 Leute in den Ruhestand versetzt werden, mit 55 Jahren, wo genau wieder Pensionsantrittsalter runtergeschwenkt wird. Wir müssen in die Richtung gehen, dass wir eben schauen, dass eine längere Arbeit auch tatsächlich möglich ist, dass wir dafür die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen in eine Richtung gehen, dass wir in dem Zusammenhang auch schauen, was also das Pensionsantrittsalter ist, dass es sich auszahlt, beispielsweise bei Frauen, weil Sie das angesprochen haben, angleichen Frauenpensionsalter als Männerpensionsalter. Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Dass wir da auch in die Richtung gehen, eben gerade im Hinblick der Wahrung des Vertrauensgrundsatzes, die Frauen in eine Richtung zu bringen, dass sie bereit sind, länger zu arbeiten. Warum? Ja. 1992 wurde die Angleichung des Frauen- und Männerpensionsalters beschlossen von 2024 bis 2033. Jetzt sind wir im Jahr 2017. Das heißt, eine Umsetzung ist frühestens im Jahr 2019 möglich. Und da verstoßen Sie gegen den Vertrauensgrundsatz. Und ich glaube, das ist genau etwas, wenn wir über Wirtschaft reden, das wir heute nicht besprochen haben. Es ist notwendig, dass man Verlässlichkeit Sie hat, wissen, dass man eine Rechtssicherheit in 5 Jahren das und gleichzeitig auch den Vertrauensschutz in ihren Granatenmesse beeinträchtigen. Das ist unsere Politik. Rechtssicherheit, Vertrauensschutz und gleichzeitig auch ist Ihre Politik. Und Sie sind schon infiziert offensichtlich. Im Gegenteil. Sie haben den Schwurbelvirus. Also das ist unglaublich, wie schnell das geht. Gut. Das ist zwar kein versöhnlicher Schluss, aber wir sind schon am Ende. Ich möchte daher ganz am Schluss aber noch die Frage stellen. Herr Strolz, eine von mehreren Optionen, die diskutiert werden und die auch die ÖVP im Munde führt, ist eine Minderheitsregierung, also eine Regierung, bei der die ÖVP keine Mehrheit im Parlament hätte, sondern sich für alle Projekte immer eine suchen muss. Würden Sie eine solche unterstützen, eine solche Minderheitsregierung? Wir unterstützen grundsätzlich immer alles, was zu Lösungen für die Menschen führt in diesem Land. Und wir werden uns das alles nach der Wahl anschauen. Ich kann Ihnen sagen, was unsere Themen sind, die uns wichtig sind. Bildungswende, Steuerabgabenquote senken, damit dem Menschen mehr in der Geldtasche bleibt. Eine Pensionsreform, jawohl. Auch ein klares Bekenntnis zu Europa. Und hier ist nicht Orban unser Leitstern. Und auch nicht, falls Sie in eine schwarz-blaue Regierung gehen, weil Sie ja als ehemaliger Bürochef von Haider wahrscheinlich auch der Schwarz-Blau-Verbinder sind. Und deswegen sage ich, mir wird ganz anders, wenn ich daran denke, Sie Kurz und Polizeiminister Strache und Außenminister Moser oder wie auch immer. Naja, aber was ist die Zukunft? Das erste Treffen ist dann mit Ihren Freunden, Orban, Le Pen, Wilders. Das will ich nicht für Österreich. Das sind nicht Sie. Nein, aber das sind Ihre Freunde. Sie heben die Flügel. Nein, das sind Ihre Freunde. Sie sitzen in Stacheln, aber das sind Ihre Freunde. Sie sind nicht dabei. Das sind Ihre Freunde. Sie können kurz replizieren darauf. Und das tut weh. Nein, ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Diskussion. Es geht darum, dass man in dem Fall die Wirtschaft wettbewerbsfähig und leistungsfähig macht, dass man Österreich in dem Fall gleichzeitig sozial gerechter macht, dass wir in dem Fall auch an unsere Jugend denken und dass wir alle Maßnahmen setzen, die dafür erforderlich sind. Ich hoffe, die Wählerinnen und Wähler. Zusammenfassung all dessen, was wir besprochen haben. Ich danke Ihnen beiden für die Diskussion. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie zu Hause von dieser Konfrontation oder durch diese Konfrontation Neues erfahren haben, insbesondere was die beiden Parteien und ihre Konturen betrifft. Auch für Sie war es hoffentlich ein aufschlussreiches Gespräch. Wie gut die Abgrenzung gelungen ist oder wie sehr auch Überschneidungen herausgekommen sind, das wird in der ZIB 2 Peter Filzmeier wie immer beurteilen und Ulla Krammer-Schmidt geht wie immer offen gebliebenen Sachfragen auf den Grund. Beide sind bei Armin Wolf zu Gast. Die nächste Konfrontation gibt es schon am Donnerstag. Herrn Strolz darf ich dann gleich wieder hier am Tisch begrüßen und zwar mit seinem Gegenüber von den Grünen. Ulrike Lunacek wird dann auf der anderen Seite sitzen. Für heute noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.